Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mich dazu entschieden, mit einem Tag Pause, nämlich gestern, wo es mir halt wirklich richtig schlecht ging, jetzt doch weiter zu vloggen. Ich bin gerade bei meiner Oma, habe mich mehr oder weniger gesund pflegen lassen und ihr seht, ich trage zum x-ten Mal diesen Pullover. Weil ich mir einfach irgendwas übelst Bequemes angezogen habe. Heute ist also Donnerstag. Genau, Mittwoch habe ich nicht gevloggt. Heute ist Donnerstag. Ich werde heute wieder weiter vloggen. Und ich hoffe, dass ich heute am Tag auch dazu komme, ein bisschen Video zu schneiden. Ich habe das auch irgendwie total... ich muss mich jetzt erstmal wieder organisieren. Aber ich hoffe einfach, dass ich heute so, das zustande bringe, ganz normal wieder weiter zu vloggen. Mir geht es auch echt schon viel besser. Aber gestern, das war wirklich nicht schön. Und da ist dementsprechend auch fast nichts passiert. Also ich bin hergefahren. Es gab Hühnersuppe. Jedenfalls, habe ich dann noch Mittagsschlaf oder mich hingelegt. Ich weiß nicht, ob ich geschlafen habe. Ja, und das war es dann auch. Ja, richtig cool. Ja. Ach, du bist so süß. Dann schauen wir mal, was der Tag heute bringt. Ich wette, man hört es auch noch an meiner Stimme. Ach, und ich habe gerade einen Kommentar gelesen zu einem Video, dass ich doch in die Kamera schauen soll, nicht aufs Display. Das ist richtig. Und ich merke jetzt gerade schon selbst, ich gucke jetzt in die Kamera, ich merke schon selbst, dass ich das jetzt gerade die ganze Zeit nicht gemacht habe. Ja. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was der Tag so bringt. So, woran ich merke, dass ich tausendmal lebendiger bin als gestern. Ich mache mir sogar die Haare. wir werden jetzt halt nicht sonst was machen. Hallo. Aber der Toaster von meiner Oma hat gerade grüne elektrische Stromschläge drin abgegeben und nicht getoastet und dementsprechend müssen wir wohl nachher... Ente haben Ente. Was für eine Ente? Ja. Einen neuen Toaster holen. Und das heißt, wir werden mal ganz gezielt aus dem Haus gehen. Gestern war ich kurz noch bei der Apotheke, aber das war mir auch scheißegal, weil ich meine... Boah, ich habe übelst Gänsehaut. Ich habe mir ein Medikament gekauft. Dementsprechend darf ich auch voll krank aussehen. Gucken, ob ich mich schminke oder nicht. Wäre eigentlich auch nötig. Ich habe einfach übelst Gänsehaut am Bauch. Mal schauen. So, ich habe beschlossen, mich jetzt nicht zu schminken. Zum einen werde ich ja eh eine Maske tragen beim Einkaufen. Und das ist das Einzige, was wir heute auch machen. Und zum anderen, oh, meine Nase ist so rot. Ich bin ja eigentlich wirklich den ganzen Tag nur am Naseputzen und Niesen. Es ist super anstrengend. Und da bringt es auch nicht, dass ich mich da dann irgendwie schminke. Wie gesagt, Maske geht bis hier und alles oben drüber kann man sich auch mehr oder weniger angucken. So, ich hoffe, mein Handy hält da. Wir sind wieder bei meiner Oma. Ich habe dort, glaube ich, fast nichts gefilmt. Höchstens vielleicht ein oder zwei Fotos gemacht, also in Zwickau. Der Karl schläft hier. Und ich dachte, ich gönne ihm mal jetzt eben noch einen Moment Schlaf. Ich habe gerade das Auto gewaschen. Das ist Standard. Ich wasche das Auto, glaube ich, nur hier gefühlt so. Ich dachte, ich nutze die Gelegenheit und drehe einen DM, Saturn und Mr. Lady Hall. Ich glaube, in anderen Läden waren wir nicht, halt bei Subway was zum Mittagessen. Und das erste, was ich geholt habe, sind so Balsamtaschentücher. Meine Nase tut so weh vom, ich würde sagen, vom Zähneputzen. Das ist, riechen die nach was? Das ist auch so ein Vorbei mit mir. Dann habe ich mir im DM so ein Letterboard geholt, das ich übelst cool finde. Und vor ganz, ganz, ganz wenigen Tagen noch so dachte, boah geil, das für meine Wohnung, das wär's. Genau, dann habe ich mir eine Gesichtsmaske, so eine Gelmaske, also so zweiteilig, komplett geholt. Die. Was bist du? Bist du eine Fliege? Raus mit dir. Dann habe ich mir hier noch eine Tuchmaske geholt.
Und ihr erinnert euch vielleicht an meine Schimmer-Lotion, die ich mir geholt habe, die ich auch schon ausprobiert habe, die wirklich nur ein ganz kleines bisschen glitzert, nicht wirklich irgendwie braun macht, aber ich kann die am ganzen Körper auf jeden Fall verwenden, ohne dass ich da irgendwie komisch aussehe oder so. Jedenfalls, aber riecht die so gut und dann dachte ich, hole ich mir noch die Maske da dazu. Dann habe ich das hier gefunden. Das ist so ein Repair Spray. Dann habe ich für den Karl einen Pullover im DM geholt. Ich muss sagen, ich finde so 25% der Sachen, die es dort gibt, also an Klamotten, schön. Den hier fand ich jetzt irgendwie ziemlich süß. Ich stehe nach wie vor übelst auf Dinos. Dann habe ich das hier. Ach ja, dann habe ich mir noch so ein Peeling-Gel geholt. Eine Freundin hatte mir ein Foto von einem Peeling geschickt von DM, was sie mir empfiehlt, was auch immer. Aber ich finde das nicht. Ich habe da schon in Osnabrück, weil ich sage, in Leipzig geguckt, aber auch hier jetzt in Zwickau, ich habe es nicht gefunden. Ich habe bloß mein Peeling zu Hause vergessen und bin ja jetzt hier noch bei meiner Oma und dann jetzt Wochenende noch bei meinen Schwestern. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach ein neues Peeling geholt, weil ich hatte mir dieses Duschpeeling geholt. Das habe ich, glaube ich, auch schon ausprobiert. Das riecht übelst gut, jedenfalls. Aber das hier ist so als reines Gesichtspeeling. Ja, ich glaube, das war es vom DM. Und dann habe ich mir bei Mr. Lady noch was geholt. Und zwar zum einen so ein T-Shirt hier, wo ich so einen Crop-Top draus machen will. Das schneide ich einfach ab. Huch. Ich fand die Farbe ziemlich schön und das war auch echt günstig. Im Sommerschussverkauf noch eine ziemlich coole kurze Hose. Ähnlich dieser einen braunen, die ich mir neulich geholt habe. Die ist übelst weich, übelst bequem. Sehr, sehr günstig und wieder eine 34, die mir passt. Und ich habe mir noch einen BH geholt, den ich auch übelst schön fand. Allerdings war die Schlüpper oder der Schlüpper, was auch immer, dazu hässlich. Deswegen habe ich den nicht mitgenommen. Und zwar ist das zum einen ein richtig fetter Saugnapf für meine kleine Kamera, der theoretisch auch easy peasy Ausnahmeauto halten sollte, obwohl ich mir da wahrscheinlich die ganze Zeit übelst einscheißen werde. Dann habe ich hier, warte mal, ach ne, der gehört da. Moment. Als ob. Hier ist einfach Stativgewinde drauf und ein Adapter. Ich dachte, das ist, nein. Ich bin so dumm. Ich habe mir nämlich jetzt, Moment, wo ist der Rest dazu? Ich habe mir nämlich jetzt noch so einen Adapter gekauft, wo ich hier dran, das und dann wieder Stativ und eine Handyhalterung. Aber eigentlich kann ich die Handyhalterung auch direkt hier ranschrauben. Das ist nämlich mein 2-in-1, also für mein Handy hier, wo der Saugnapf einfach überdimensioniert des Todes ist, wenn ich das einfach nur so für mein Handy hier haben will. Und ich dachte, es geht nicht. Und ich dachte, ich kann das nicht jetzt nichts filmen, weil mir diese eine Schraube hier dazwischen noch fehlt, die bei meiner kleinen Kamera bei ist. Und hier mit Kugelkopf. Alter, das ist echt gut. Okay, das war jetzt nicht so der große Akt. Ich glaube aber, es ist extremst fest. Und ich muss halt nur dann gucken, in welcher Position ich das hier habe. Ob so rum oder so rum. Es ist ein paar Stunden später. Ich weiß gar nicht mehr, was das letzte war, was ich gefilmt habe. Ich glaube, der Hall im Auto, danach nichts mehr. Wir waren auf dem Spielplatz gewesen. Wir waren spazieren. Wir waren bei meiner Oma im Hof. Wir waren bei meiner Oma in der Garage unten und da stehen nämlich Feuerwehrautos. Ich habe, ich glaube, nur hochkant gefilmt, ich weiß nicht. Ich kann euch jetzt was einblenden. Auf jeden Fall stehen da zwei Feuerwehrautos, die der Karl ziemlich, ziemlich cool fand. Der Karl steht nämlich absolut auf Feuerwehr und alles. Und ja, genau, das hat ihn, glaube ich, sehr gefreut. Dann hat er hier oben gerade noch in der Pfütze geplanscht. Dementsprechend ist er jetzt ein bisschen nass. Beziehungsweise, ich habe ihm die nassen Sachen schon ausgezogen. So, und zwar werden wir so Schlemmerfilets essen. Ich habe, glaube ich, dreimal Brokkoli, genau. Dazu machen wir einen Gurkensalat. Und Kartoffelbrei
Mir fällt gerade ein, ich versuche, glaube ich, mal nur mal zu überzeugen, dass wir so Backkartoffeln bzw. Ofenkartoffeln, Wedges, was auch immer machen, weil ich mag Kartoffelbrei eigentlich überhaupt nicht. Ich glaube, das ist so, ja, das ist so mein Plan. Genau, ansonsten passiert da nicht mehr viel. Ja, alles klar, Oma klingelt. Stelle beende ich auch mal das Video. Ich bin frisch geduscht, sitze gerade hier noch am Videoschnitt, habe übrigens das T-Shirt, das neue T-Shirt an, auch wenn es noch nicht gewaschen ist. Ich schäme mich. Ich habe es aber abgeschnitten. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare nach wie vor, was ihr so von diesen Vlogs haltet. Also so regelmäßig täglich fast Vlogs und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert mich, falls ihr es noch nicht gemacht habt, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder.